Ja, soziale Gerechtigkeit ist das Kernthema der Sozialdemokratie seit ihrem Beginn. Und die Antworten auf die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit fallen natürlich heute anders aus als vor 155 Jahren. Die Frage aber ist immer noch aktuell. Und die Antworten müssen genau wie damals auf der Höhe der Zeit sein, wie das mal ein großer Philosoph gesagt hat. Die obersten 1% der Vermögensbesitzer in Deutschland haben ungefähr ein Drittel der gesamten Vermögen, nach Schätzungen des DIW. Die obersten 10% zwischen 2/3 und 3/4, so genau weiß man es eben nicht. Während die untersten 50%, die sieht man hier, praktisch keine relevanten Vermögen besitzen. Also wir können aus meiner Sicht klar sagen, dass in großen Linien die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen definitiv zugenommen hat. Man kann über die letzten Jahre streiten. Ich würde sagen, angesichts der guten Konjunktur ist es enttäuschend, dass die Ungleichheit nicht zurückgegangen ist, sondern nur stagniert. Das Zweite ist, man kann Ungleichheit reduzieren und ich glaube, das Hauptproblem ist die Frage des politischen Willens. Wenn man will, dass die Ungleichheit reduziert wird, dann muss man sich alle Bereiche rauspicken, die dafür relevant sind. Und das sind Sozial- und Bildungspolitik natürlich, aber das ist auch die Finanzierung dieser Politik, unter anderem durch eine progressivere Steuerpolitik, Bekämpfung von Steuerflucht ist ein ganz wichtiges Thema, Regulierung von Arbeitsmärkten, der Mindestlohn war ein wichtiger Schritt, aber auch der Niedriglohnsektor muss noch auf andere Art und Weise von unten sozusagen wieder bekämpft werden. Dieser Staat vernachlässigt enorme Dinge, die das Zusammenleben sichern, die das Bildungsniveau aller Menschen sichern, die eben auch möglich machen, dass jemand, der hinten ist, nach vorne kommen kann. Aber dann sieht man, irgendwas in den 70er Jahren ist anders gekommen. Seitdem steigt weiter diese Produktivität, aber die Gehälter sind nicht mehr gestiegen. Das heißt aber gleichzeitig, die Gewinne, die daraus entstanden sind, sind anderswo hingegangen. Die sind eben in Kapitaleinkommen und in diese Bereiche gegangen. Also es ist etwas, jedenfalls in dieser Ungleichheit, es ist etwas in einer Schieflage. Die Kleinen haben relativ wenig Möglichkeiten, die Steuern, die darauf entfallen, nicht zu zahlen. Also im Wesentlichen zahlen von den kleinen Einkommen werden die Steuern zu 97% gezahlt. Bei den oberen 10% der Einkommen werden aber schon 10% nicht gezahlt. Und beim obersten Prozent der Einkommen werden 30% der Steuern nicht gezahlt. Das heißt, Steuerbetrug ist kein Breitensport, sondern er ist Spitzensport. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, also ich sage mal gerade auch so in Frauenbereichen, Pflege, Einzelhandel, die Tarifbindung ist schlecht, die Löhne sind schlecht, sind häufig Alleinerziehende. Also da haben wir noch ein anderes Problem, wenn man sich da Statistiken anguckt, das Armutsrisiko von alleinerziehenden Frauen ist sehr hoch. Die Verdrängung der ärmeren Leute aus dem Wohnungsmarkt läuft. Und die ziehen weg und die ziehen in die Städte, die sowieso schon ärmer sind. Wenn eine Firma verkauft, muss man nur 5% von dem Gewinn versteuern. Ich sage, wenn ich das unseren Mitarbeitern sage oder irgendwem, erklären uns für verrückt, was wir für einen Staat haben. Ich sage jetzt mal, ich bin ja nicht für Enteignung. 10% von jedem, das wäre wirklich lächerlich wenig. Dann wären 40 Milliarden in der Kasse. Ich habe mir das eben nochmal ausgedruckt. Im Jahr 17 habe ich nicht, 16 sind 7 Milliarden und 6 Millionen reingekommen. Auf diese 400 Milliarden, das wären nicht viel weniger gewesen. Das sind 2%. Wissen Sie, das ist eine Bagatellsteuer. Dann soll man so ehrlich sein und sagen, wir schaffen sie ab, damit jeder weiß, bei uns gibt es keine Erbschaftssteuer. Ich wäre dafür, eine 30-prozentige Erbschaftssteuer auf jedes vererbte Vermögen einzuführen. Allerdings nicht für Hebung der Einnahmen des Staates, sondern das Geld wird angelegt in einen Pensionsfonds. Ich sage nochmal, in dem Themenbereich, wo ich tätig bin, mich auskenne und mich engagiere, versuchen wir gerade in der Richtung was zu machen, Geringverdiener entlasten, mehr Tarifbindung, gute Löhne tatsächlich zu stabilisieren, mehr Menschen in Arbeit bringen. Auch das trägt zu einer gerechteren Verteilung bei. Aber ich will nicht verhehlen, dass die richtig großen Brocken die sind, die eben am oberen Ende der Skala sind und dass ich mir auch sehr wünsche, dass da was getan wird.